Immer diese Popmusik, Popmusik, Popmusik. Hallo, ich bin Franz Kreimer. Ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal. Ich war Keyboarder der EAV und Ausseher Hartbradler. Mit diesem Video möchte ich euch einen weiteren Einblick in mein EAV Live Keyboard Setup zeigen. Wir starten mit dem Song Wo ist der Kaiser? Es gibt ein Intro mit Orchester. Diese Popmusik, Popmusik, Popmusik. Kommt der Refrain. Dann gibt es natürlich noch den Radetzky-Marsch. Damals habe ich meine Hammond-Orgel, meine Hammond C3 selbst gesampelt. Und auf dem Motiv gegeben. Mit Aftertouch wechsle ich auf ein zweites Sample mit schnellem Leslie. Ebenso auf der Best of Tour 2005 der Song Möpse. Es beginnt mit einem Bläser-Intro. Strophe. Bridge. Refrain. Bläser wieder. Bei diesen Bläsern gibt es einmal normale mit Swell. Dann gibt es natürlich den Fall Down. In der Mitte drinnen noch einen Shake. So, nun wechseln wir zur Heldentour. Die startete 2010 und in Graz gab es damals eine Live-Aufzeichnung. Und einer der Songs damals war Eloise. Eloise beginnt mit einem Intro. Und auf 1, 2, 3. Noch einmal das schöne Intro.
Gefallen hat das Heldenprogramm mit dem Song Dummheit an die Macht. Hier möchte ich Unterstützung holen von meinem Gramm-Computer Roland TR-505. 1, 2, du bist und bleibst ein. Ein weiterer Song der Heldentour war der Song Simsalabim oder Die Esoterroristen. Da hat es die verschiedensten Sounds gegeben, damit das Ganze etwas esoterisch klingt. Ja, natürlich die Sita. Hier hole ich mir wieder Unterstützung von einem Drumcomputer vom Yamaha RX 7. Ich habe damals einen Loop für meinen Mini-Hook gebastelt und den habe ich dann live gespielt. Zum Abschluss gibt es noch einen Song aus der Werwolf-Tour 2015, Maschine. Ich brauche wieder meinen Drumcomputer Roland TR-505. 1, 2, 3, 1. Riff. Riff. Refrain. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.